Mein Name ist Angela Thüringer. Ich arbeite in der AGES in Wien am Institut für Saatgut, Pflanzenschutz, Dienst und Bienen. Wir befinden uns hier auf der AGES-Versuchsstation in Fuchsenbiegel im Machfeld. Und zwar haben wir hier einen Versuch angelegt im Zuge des LiveSeed-Projekts. Das LiveSeed-Projekt ist ein Projekt, das den Biosektor auf EU-Ebene angleichen möchte. Und zwar haben wir in Österreich sehr hohe Standards beim Biomarkt und bei Biosaatgut, aber in anderen EU-Ländern ist das nicht der Fall. Wir haben zum Beispiel auch eine Biosaatgut-Datenbank, wo man sieht, welches Biosaatgut verfügbar ist. Und das ist aber nicht in allen EU-Ländern der Fall. Und mit dem Projekt soll eben versucht werden, für alle EU-Länder die gleichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Versuch hier wurde angelegt, um die Wirkung verschiedener Biobeizmittel gegen gewöhnlichen Steinbrand bei Weizen zu testen. Wir haben zum einen das zugelassene Biobeizmittel Ceral, welches auf der Basis von Bakterien basiert. Dieses Beizmittel ist so, dass man es immer gekühlt lagern muss, bis man es anwendet. Das findet aber in der Praxis oft nicht so statt. Und deswegen möchten wir auch herausfinden, wie stark die Wirkung verloren geht, wenn man das Beizmittel nicht richtig lagert. Und eine weitere Untersuchung, die wir machen, ist die Wirkung von Essig gegen gewöhnlichen Steinbrand, weil das eine zugelassene Behandlung im Biobereich wäre, also auch von der EU zugelassen, aber in Österreich eigentlich noch unbekannt ist. In anderen Ländern wird das bereits regelmäßig angewendet, wie zum Beispiel in Frankreich und Dänemark. Und wir wollen aber erste eigene Ergebnisse dazu sammeln. Wir haben zwei verschiedene Sorten angebaut. Zum einen den Grannenweizen, den Kapo, und einen Kolbenweizen, den Bernstein. Das sind beide Sorten, die im Biolandbau durchaus gängig sind und auch für Steinbrand anfällig. Weiters haben wir 5 verschiedene Behandlungsvarianten gewählt. Also eine unbehandelte Variante, eine mit Ceral gebeizte Variante, welche richtig gelagert wurde, eine Variante von Ceral, welches falsch gelagert wurde. Also wir haben das Beizmittel 7 Tage bei 25 Grad stehen gelassen. Und dann haben wir eine Variante mit Essig behandelt und eine chemisch gebeizte Variante, damit wir den Wirkungsgrad von Biobeizmitteln mit chemischen Beizmitteln vergleichen können. Also wir haben verschiedene Befallstufen gewählt. Zum einen 10 Sporen pro Korn, 50 Sporen pro Korn, 150 Sporen pro Korn, 300 Sporen pro Korn und 500 Sporen pro Korn. Dabei haben wir uns am Norm- und am Grenzwert orientiert, der für Saatgut gilt. Und zwar ist der Normwert 11 Sporen pro Korn und der Grenzwert 300 Sporen pro Korn. Und alles, was einen Befall dazwischen aufweist, muss gebeizt werden, um als Saatgut verkauft werden zu dürfen. Alle Parzellen und alle Varianten wurden in dreifacher Wiederholung angebaut. Der Pilz, also der gewöhnliche Steinbrand, ist samen- und bodenbürtig. Deswegen haben wir nicht befallenes Saatgut auch angebaut, um eine Infektion über den Boden auszuschließen. Insgesamt haben wir 156 Parzellen angebaut mit einer Größe von jeweils 1,5 Quadratmetern. Also der Versuch wurde im Oktober 2019 angebaut. Jetzt Mitte Juni 2020 befinden sich die Pflanzen in der Milchreife. Befallene Steinbrandpflanzen sind noch recht schwer erkennbar, aber bei der Sorte Bernstein haben wir bereits ein paar befallene Pflanzen gefunden. Also rechts sieht man eine befallene Steinbrandähre und links eine im Vergleich dazu eine gesunde Ähre. Beim Steinbrand ist typisch, dass sich die Spelzen etwas weiter wegspreizen als bei einer gesunden Ähre. Das liegt daran, dass sie keine Körner ausbilden, sondern Brandbutten, die etwas rundlicher sind als ein normales Korn. Und wenn man sich eine Brandbutte herausholt, dann befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine schwarze Spornmasse im Korn. Und diese wird mit zunehmender Reife, werden die dann trockener und werden beim Dreschen quasi, werden die zerschlagen, die Brandbutten. Und dadurch gelangen die Sporen dann aufs gesunde Korn. Also hier sieht man noch einmal die Steinbrandmasse bei einem Befall. Und hier dazu im Vergleich
ein gesundes Korn, welches sich noch in der Milchreife befindet. Und typisch für den Steinbrach ist auch der Fischgeruch. Der Versuch wurde auch in einem stark reduzierten Umfang in 3 weiteren Ländern angebaut, in Ungarn, Rumänien und in Dänemark. Ungarn hatte leider Schwierigkeiten beim Anbau und ist deswegen schon ausgestiegen. Aber wir hoffen trotzdem auf Ergebnisse aus den anderen Ländern. Sobald die infizierten Pflanzen am Feld gut erkennbar sind, werden wir eine Feldmonitur durchführen. Wenn die Pflanzen ihre vollständige Reife erreicht haben, werden wir diese ernten und im Saatgutlabor auf Steinbrand untersuchen. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Ländern werden dann miteinander verglichen und statistisch ausgewertet. Und zum Schluss werden die Ergebnisse dann in einem Abschlussbericht und auf der AGES-Homepage veröffentlicht. Wir erhoffen uns mehr Informationen über das Wirkungsspektrum von Ceral, vor allem bei hochinfizierten Saatgut. Wir wollen mehr Informationen über den Wirkungsverlust von Ceral, wenn dieses falsch gelagert wurde. Wir sind auch schon sehr gespannt auf Ergebnisse bei der Essigbehandlung.